Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Weißenfels. Herzlich willkommen zur September-Ausgabe des regionalen Fachmagazins Energie und Umwelt. Heute mit einer Sondersendung zum Thema Elektromobilität. Und hier sind wir natürlich schon gleich mal an einem Beispiel, nämlich dem aktuellen E-Golf. Kanzlerin Merkel will ja bis 2020 eine Million dieser Fahrzeuge auf die Straßen bringen. Und uns hat einmal interessiert, wie sieht es denn in der Realität aus, im Tagesgeschäft? Was können denn die Autohändler im Bereich Weißenfels anbieten in Sachen Elektromobilität? Und das sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe. Gleichzeitig für Sie ein kleiner Leitfaden. Was ist denn zurzeit möglich in Sachen elektrischem Fahren? Der Volkswagen-Konzern hat auf der IAA verkündet, in Stellvertretung des Vorstandsvorsitzenden Winterkorn, bis 2020 werden wir noch über 20 Fahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb bringen. Also, da können wir uns drauf freuen, aber wie sieht die Realität heute aus? Wir sind zu Gast bei Andreas Kittel, dem Chef von zwei Autohäusern, der Marken Volkswagen Audi und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Herr Kittel, wie sieht es zurzeit aus in Sachen Elektromobilität? Was können Sie dem Kunden liefern? Ja, wir können zurzeit zwei reine Elektrofahrzeuge anbieten, den Elektro-Up, reichlich seit anderthalb Jahren. Der hatte 60 kW und jetzt stehen wir hier vor dem reinen E-Golf und der hat 85 kW mit 115 PS anzubieten. Die Fahrzeuge sind ja schon einige Zeit auf dem Markt. Wenn Sie zurückblicken, ist das ein Thema oder machen die Leute erstmal noch so ein bisschen distanzierten Weg um die Autos rum, sagen, ach schön mit Elektro, aber nee, ich fahre doch lieber Benziner. Ja, so ähnlich könnte ich mich anschließen an die Meinung. Es kommt natürlich auch darauf an, die richtigen Nischen zu finden. Wir haben Fahrzeuge schon verkauft. Ehrlich zugegeben, aber mehr nach Norwegen, weil dort eine besondere Förderung für Fahrzeuge betrifft. Aber hier auch an die Energiebranche. Insbesondere sind auch unser Klientel gerade so Dachdeckerbetriebe, Elektrobetriebe, die sich selber mit Photovoltaikanlagen, Vertrieb und so weiter beschäftigen. Das ist natürlich dann auch ein Werbeträger. Und auch für welche, die privat zum Beispiel ein elektrifiziertes Carport, also mit Photovoltaik haben, ist es durchaus eine Alternative, dann quasi kostenlos umherzuschippern, wer einmal die Investition dann stimmt. Wenn jetzt ein Kunde zu Ihnen kommt, der ein Elektroauto hat, bieten Sie auch eine öffentliche Ladesäule an für die Elektroautofahrer? Ja, die haben wir. Hier befindet sich in der Beutelstraße, die ist auch in der Nacht zugänglich, Beutelstraße 54 bei unserem Wareneingang zwischen den Häusern 54 und 58, da ist eine. Dann haben wir noch eine auf unserem Betriebsgelände, auch auf 54, die ist aber also nur während der Öffnungszeiten zu erreichen. Und wir haben oben bei Audi in der Heinrich-Hertz-Straße neben McDonald's haben wir auch noch eine Ladestation. Ein Angebot, das gibt es immer und stets frisch, das ist nämlich die Ladesäule der Stadtwerke in Weißenfels und noch können Sie dort kostenlos Ihr Elektromobil auftanken. Wir sind zu Gast bei Wolfram Schulze in Tagewerben, Renault- und Nissan-Händler. Herr Schulze, Sie gehören ja fast schon zu den Elektromobil-Pionieren im Burgenlandkreis. Sie haben ja schon ein richtig großes Programm an Elektromobilen. Was kann ich bei Ihnen alles bekommen? Ja, wir haben, wie gesagt, schon seit 3 Jahren haben wir ein komplettes Programm von Renault. Das fängt an mit dem kleinen Twizy, vor dem Sie jetzt gerade stehen. Dann ist dann der Elektro-Kango dazugekommen, wo man auch gewerblich damit unterwegs sein kann. Gibt es auch schon Beispiele in unserer Region. Und dann ist eigentlich auch in letzter Zeit noch, was hinter mir steht, ist das der Zoe. Das ist ein Kleinwagen und der ist als Zweitwagen wirklich ein sehr schönes Auto.
und wo man wirklich mobil sein kann mit sehr angenehmem Fahren und so. Das ist wirklich ein schönes Auto. Weiterhin kommt eigentlich noch dazu unsere zweite Marke Nissan. Nissan hat ein weltweit meistverkauftes Auto. Das ist der Leaf und den haben wir natürlich auch im Programm und das ist wirklich schon wieder ein komfortableres PKW, also ein schon fast eine Reiselimousine, obwohl natürlich die Reichweite im Moment noch mit 200 Kilometer eingeschränkt ist, aber trotzdem kann man sehr schön im näheren Umfeld damit unterwegs sein. Ja. Unsere Kanzlerin hat ja mal vor einiger Zeit gesagt, Elektroautos, die werden sich durchsetzen in Deutschland. Das ist Wunsch auch der Regierung. Wenn Sie jetzt mal in den Bereich Wünscht ihr was eintreten dürften, was meinen Sie wäre sinnvoll, notwendig, um die Verbreitung dieser elektrisch angetriebenen Fahrzeuge voranzutreiben? Tja, also im Moment ist, denke ich mal, immer noch das größte Handicap ist vielleicht die Reichweite. Man kann nicht das Auto für große Strecken nutzen. Da ist natürlich, wäre es wichtig, dass da noch ein Ladenetz erweitert wird. Das ist sehr, sehr wichtig, was die Regierung da vorantreiben müsste, dass man dann, wenn man doch nur selten mal längere Strecken fährt, dass man dann auf einer Autobahn oder sowas dann immer mal in gewissen Abständen auch ein ordentliches Ladenetz hätte. Und das nächste wäre vielleicht, was ganz interessant wäre, denke ich, um das finanziell lukrativ zu machen, wenn die Konzerne vielleicht ihren preisgünstigen Nachtstrom, der an der Börse irgendwo verschenkt wird, wenn man den für die Elektrofahrzeuge nutzen würde und dass man dann sehr günstig laden könnte. Also ein Auto braucht, was weiß ich, 15 bis 20 kW pro Kilowattstunde. Und wenn man dann sehr günstig den Strom kaufen könnte, sagen wir mal für einen halben Preis, was realistisch wäre, dann würde man theoretisch das Fahrzeug schon für 2 Euro auf 100 Kilometer bewegen können und das wäre natürlich konkurrenzlos und da kann man natürlich auch theoretisch wirtschaftlich, auch gewerblich, ob das die Post ist oder privat als Zweitwagen oder sowas, wirklich sehr günstig unterwegs sein und sehr komfortabel fahren natürlich. Das elektrische Fahren, das muss man einfach mal ausprobiert haben, das ist natürlich ein sehr angenehmes Fahren. Ja. Das macht wirklich, das ist entspannt, ruhig. Und ohne große Schaltaktion oder sonst irgendwas. Das ist wirklich ein sehr schönes Fahren. Also, es gibt noch viel zu tun. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal live an. Wir setzen uns rein in den Zoe und fahren einfach mal eine Runde elektrisch, leise und vor allen Dingen mit Zero Emission. Also ohne Emissionen, ohne Abgase und ohne Stinkereien. Ich bin gespannt. Ja, wie Sie hören, hören Sie nichts. Wir sitzen an Bord des Renault Zoe, ein Kleinwagen mit reinem Elektromotor, rund 21.500 Euro teuer und wie uns Wolfram Schulze ja schon berichtete, zurzeit mit bis zu 5.000 Euro Bonus zu erwerben. Er hat 88 PS, wenn man das umrechnet auf einen Benzinmotor und verbraucht rund 14,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Er könnte, wenn man wollte, 135 km/h schnell fahren, aber dann geht natürlich die theoretische Reichweite von 240 km, so gibt sie Renault an, rapide nach unten. Ja, das Display in unserem Zoe zeigt mir gerade 14,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. So, wenn wir im Stadtverkehr so mit 30, 40, 50 fahren, 86 Kilometer Restreichweite haben wir noch. Ja, es macht Spaß. Kein Schalten, einfach aufs Gas treten und schon braust er los, der Renault Zoe. Tankstellen braucht der neue Renault Zoe nicht mehr. Wir fahren gerade an einer vorbei und jetzt können wir es so machen wie in der Werbung. Wir winken mal hinüber zur Tankstelle. 1,31,9 wäre der Liter Superbenzin, brauchen wir nicht. Wir hängen unseren Zoe an die Steckdose. 6 bis 9 Stunden wäre die Ladezeit. Und dann können wir schon wieder weiter stromern. Also Spaß macht das Fahren elektrisch absolut. Da gibt es gar nichts zu deuteln, besonders im urbanen Raum. In den Städten ist ein Elektroauto wirklich eine erste Wahl. Zumal man ja in Weißenfels auch noch kostenlos tanken könnte. Die örtlichen Stadtwerke bieten eine öffentliche Ladesäule an, 100% grüner Strom und für alle Elektroautos 24 Stunden am Tag kostenlos. Noch kostenlos. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Also hier könnte ich meinen Zoe laden und wenn er dann wirklich 200 Kilometer durchhält,
dann ist es auch eine Möglichkeit für alle Pendler, zum Beispiel Weißenfels-Leipzig, das sind 50 Kilometer, einfach macht 100 Kilometer am Tag, wäre eine tolle Sache, habe ich dann ungefähr Spritkosten respektive Stromkosten, die sich in der Größenordnung zwischen 4 und 5 Euro bewegen. Das schafft man natürlich mit dem handelsüblichen Kraftstoff nicht. So, die Stadtwerke Weißenfels waren ja in Weißenfels die erste Institution, die eine solche öffentliche Ladesäule geschaffen haben. Ist das richtig? Das ist korrekt so. Wir haben im Dezember 2012 diese Ladesäule hier errichtet. Dafür haben wir Vorleistungen getätigt. Wir haben die also in einem Stromnetz angeschlossen und wir haben uns auch für eine Säule entschieden, die zwei Fahrzeugen zeitgleich das Laden ermöglichen kann. So, Strom ist ja nicht gleich Strom bei den Stadtwerken in Weißenfels, sondern auch hier gehen sie einen besonderen Weg. Der Strom kommt von der Saale. Der Strom kommt von der Saale. Er wird in der hiesigen Wasserkraftanlage erzeugt, in unser Netz eingespeist und wir setzen den hier am Standort Weißenfels zur Auffüllung der Batterien der elektrobetriebenen Fahrzeuge ein. Ja, und das Ganze natürlich auch für den Kunden 24 Stunden am Tag zu erreichen. Das ist also nicht hinter der Schranke, dass ich da erst bei Ihnen klingeln muss, sondern jeder, der ein Elektroauto hat, der kann hier rankommen. Wie sieht es mit dem Geld aus? Der Kunde hat momentan die Kosten frei. Wir haben Kontakte mit Einzelhändlern, die auf ihren Parkplätzen sowas gerne errichten würden. Wir haben auch Gespräche geführt mit der hiesigen Wohnungswirtschaft, die ein Parkhaus betreiben, um eventuell dort sowas entstehen zu lassen. Entscheidend wird sein, um die Entwicklung weiterzutreiben, wie entwickelt sich der Markt der Elektrofahrzeuge. Wenn wir in die Zukunft schauen, Herr Günther, diverse Stadtwerke bieten den Kunden, vergleichbar wie bei Erdgas, einen Bonus an, wenn sie sich ein Elektrofahrzeug kaufen. Können Sie sich vorstellen, dass die Stadtwerke Weißenfels auch einen solchen Weg gehen, um das Ganze noch etwas nach vorne zu bringen? Zum Beispiel unterstützen bei der Montage der Ladebox in der heimischen Garage. Der Ansatz für unsere Stromkunden, die ein Elektrofahrzeug und vielleicht auch als Zweitfahrzeug erwerben wollen, in der Garage dann eine leistungsfähige Box errichten müssten, um auch leistungsfähig unterwegs zu sein. Dort könnte ich mir schon lebhaft vorstellen, dass wir uns an solchen Dingen beteiligen. Also, dann schauen wir gemeinsam positiv in die Zukunft. Elektroautofahren macht Spaß, das haben wir beide schon festgestellt, ist eine tolle Sache. Und wenn man der Industrie Glauben schenken darf, kommen auch noch in den nächsten Monaten und Jahren eine ganze Menge an tollen Autos. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Günther. Weiterhin viel Spaß und gute Fahrt mit dem Elektroauto. Dankeschön, Herr Scheidt, für den Besuch bei den Stadtwerken. Auch Mercedes-Benz hat ein rein elektrisch fahrendes Auto am Start, nämlich die B-Klasse Electric Drive. Allerdings im Vergleich zum Renault Zoe eine andere Preisklasse, nämlich ab 39.151 Euro. Aber das Ganze mit 179 PS ausgestattet und einem Verbrauch von 16,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Auch hier wird eine Reichweite vom Hersteller angegeben von roundabout 230 Kilometer. Wenn ich es möchte, kann ich mit der elektrischen B-Klasse bis zu 160 Stundenkilometer schnell fahren. Aber auch hier gilt, dann geht natürlich der Stromverbrauch gewaltig in die Knie und meine Reichweite sinkt rapide ab. Ansonsten unterscheidet sich die B-Klasse Electric Drive nicht viel von der normalen B-Klasse. Aufgrund des Doppel-Sandwich-Bodens in A- und B-Klasse lassen sich die Batterien auch sehr gut unterbringen. Damit habe ich den kompletten Kofferraum zur Verfügung, kann 5 Personen transportieren, also kein Unterschied zur normalen B-Klasse. Auch ein Elektroauto braucht Kraftstoff, in diesem Fall Strom. Und hier steht schon Herr Luck vom Autohaus Sänger Kraft in Weißenfels. Herr Luck, einmal volltanken bitte. So, und Sie sehen, meine Damen und Herren, das geht ganz einfach. Tschack, und schon fließt der Saft.
Ja, wir sind jetzt in Runde gefahren mit der B-Klasse elektrisch. War ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Fährt sich wie eine normale B-Klasse, bloß man hört nichts. Und vor allen Dingen, ich sage mal, es ist ein Auto, was ich bei Ihnen jetzt sofort eigentlich kaufen könnte. Wir sind voll lieferfähig. Sie verzichten bei dem Auto auf lokale Emissionen und auf Geräusch. Ansonsten können Sie bei diesem Fahrzeug, wie bei jeder konventionellen B-Klasse, jede Menge Sonderausstattung dazu buchen. Wie zum Beispiel, standardmäßig hat das Auto ja eine Reichweite von 200 Kilometer. Mit einer zusätzlichen Sonderausstattung gibt es die Möglichkeit, die Ladekapazität der Batterie auf bis zu 230 Kilometer Reichweite auszudehnen. Jetzt habe ich mir so ein Elektroauto gekauft, Herr Luck. Natürlich, 230 Kilometer ist jetzt nicht die Welt. Das ist das Problem der Reichweite aller dieser Fahrzeuge. Jetzt gelüstet es mich aber, den Urlaub in meiner geliebten Toskana zu verbringen. Was mache ich dann? Gibt es dann jemanden, der mit dem Kabel hinterherläuft, oder haben Sie eine andere Lösung anzubieten? Ja, wir haben eine andere Lösung anzubieten. Jeder, der so ein Fahrzeug über unseren Finanzdienstleister der Mercedes-Benz Bank liest oder finanziert, bekommt ein flexibles Paket dazu. Das flexible Paket beinhaltet zum Beispiel 15 Tage kostenfrei ein Auto zu mieten. Zum Beispiel dieses Cabrio, geeignet für die Toskana. Oder Sie können, wenn Sie nach Berlin reinfahren, über unseren Dienstleister Movil, Car2Go Go Black, zum Beispiel eine konventionelle B-Klasse anbieten. Da haben Sie ein Volumen von 2 Stunden im Monat zur Verfügung oder für den kurzfristigen Trip auch bei unserem Dienstleister Car2Go ein Smart für 60 Minuten im Monat. Also daran ist gedacht und auch gesorgt. Persönliche Frage an den Autospezialisten. Unsere Kanzlerin hat ja mal laut gesagt, jawohl, die Elektromobilität, die muss richtig Raum fassen in Deutschland. Die Realität sieht leider etwas anders aus. In den Großstädten wie Berlin, Düsseldorf, Köln sieht man schon viele Elektroautos, aber bei uns auf dem flachen Land noch etwas problematisch. Was müsste die Regierung tun, was müsste die Politik tun, um diese Fahrzeuge besser in den Markt zu bringen? Also ich bin in der glücklichen Lage, wenn dieses Fahrzeug mir zur Verfügung steht. Auch dieser hat bereits wieder einen Endkunden gefunden. Wir haben hier bei der Firma Sänger Kraft bis dato 5 von diesen Fahrzeugen verkauft. Da sind wir stolz drauf. Was mir persönlich fehlt, ist einfach das Thema Ladestationen. Wir haben, wenn ich richtig informiert bin, in Deutschland 3000 Ladestationen. Das ist für eine Flächendeckung einfach nicht ausreichend. Hier ist die Regierung gefordert, etwas zu tun, damit wir eine Flächendeckung erreichen bei dem Thema. Ich mache zum Beispiel mein Tagesgeschäft mit diesem Fahrzeug, wenn ich von Leipzig bis Bad Salzung fahre. Ich bin nun in der glücklichen Situation, dass wir Ladestationen in unserem Betrieb haben, dass ich während meines Aufenthalts auch dann entsprechend das Fahrzeug laden kann. Wenn ich mir Außendienstler vorstelle oder Lieferfahrzeuge, wir brauchen Ladestationen. Ich weiß nicht, haben wir in Weißenfels 2 oder 3 Ladestationen? Das ist viel zu wenig. Wer läuft aus der Innenstadt hoch bis zu den Stadtwerken, um da sein Fahrzeug zu laden? Wir brauchen Ladestationen vor Ort en masse. Ihre Ladestation, die ist ja noch jungfräulich, ganz neu. Kann ich jetzt auch mit einem anderen Fahrzeug als mit einem Mercedes bei Ihnen zum Tanken kommen? Gerne, jederzeit willkommen. Ob Sie den Renault Zoe oder ein Audi oder VW haben, überhaupt keine Frage. Sie dürfen gerne bei uns tanken. Vielen Dank, Herr Luck, fürs Gespräch und weiterhin gute Fahrt mit der B-Klasse Elektrik. Danke. Elektrisches Fahren, das war heute unser Thema in der Sondersendung von Energie und Umwelt. Ich verabschiede mich von Ihnen aus diesem Spezial mit einer Fahrt jetzt dann im E-Golf von Volkswagen und ganz besonders interessant hier bei diesem Fahrzeug, es klebt auf dem Lenkrad, bei Rückgabe bitte volltanken. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist damit gemeint? Aufladen oder irgendwo doch noch Benzin reinfüllen? Ich schaue mir das jetzt mal an. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen bis in den Oktober zur neuesten Ausgabe von Energie und Umwelt. Und bis dahin bleiben Sie gesund und vor allen Dingen energiegeladen. Tschüss und auf Wiedersehen. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Weißenfels.